Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablaus. Wie ihr schon sehen könnt, heute werden wir ein Primark Live starten. Wir sind hier in Essen. Hier, zack. Sieht besser aus. Okay. Nicht wirklich, aber egal. Okay, direkt am Eingang sehen wir richtig schöne Töne, also Farbtöne kombiniert, beige und blau. Sieht super aus. Und ja, diese etwas lange Bluse, ich glaube von hinten, genau, so sieht es aus, getragen, kostet 16 Euro, obwohl Hemd. Die Hose ist schön, oder? Also getragen sieht die Hose auch hier im Detail so aus. Schön weit und so ein weicher Jeansstoff für 18 Euro. Da nehme ich meine Größe sogar mit. Den kann man nämlich super gut kürzen. Eine schöne Cargo Jeans mit den Taschen für 22 Euro. Wow, schaut mal, der ist wunderschön. Der gefällt mir extrem. Auch nur für 30 Euro, also der kommt definitiv mit. Ihr könnt beim zweiten Teil den auch getragen direkt euch anschauen, weil ich den 100% mitnehme, auch wenn ich den jetzt nicht in M finde, kommt dann einfach, ja, dann kommt L mit. Merkt keiner. Direkt hier am Eingang habe ich auch hier diese große Tasche gefunden für 18 Euro. Die ist riesig, Leute. Könnt ihr gerne schauen, so eine Sporttasche. Und da drüber ist eine Lederjacke, eine Puffer-Lederjacke in Blau und kostet 32 Euro. Also wer kennt diese Kopftücher? Ich nenne das Kopftücher, das sind für mich Kopftücher. Jazzy-Kopftücher kosten 5 Euro. Ich habe alle drei Farben. Also die Sporttasche haben die auch in etwas dunklerem Beige. Der drüben, der ist nämlich etwas heller als der hier. Also falls ihr meinen letzten H&M Haul gesehen habt, dann habe ich euch sowas in der Art auch schon gezeigt. Und der ist sogar jetzt hier günstiger, 14 Euro. So ein karierter Stoff mit Reißverschluss sogar und schön groß, sodass man Unisachen mitnehmen könnte. Wow, Leute, ein Maxi-Strickkleid in Beige. Da würde ich definitiv eine große Größe holen, also zum Beispiel L, damit der auch von der Länge her passt. Aber wow, vielleicht ist der aber auch schon lang genug. Muss man mal anprobieren. Ich habe jetzt auch geschaut, die haben die in jeder Größe. S, M, L, XS, wirklich alles vorhanden. Ein Longsleeve für 10 Euro. Schade, dass sie den nicht in XL haben. Dann hätte ich den nämlich mitgenommen, damit der schön lang ist. Aber ich glaube, L müsste auch klappen. Direkt hier am Anfang mache ich mein Outfit of the Day. Wie immer bei jedem Live-Primarkt benutze ich diesen Spiegel meistens. Und wir legen das mal zur Seite. Also, innen habe ich meine Lieblings-Lederhose. Ich mache das mal jetzt einmal hier so. Das ist der komplette Look. Sogar meine Hülle passt voll süß. Die Hülle habe ich von Zoom, den kann ich euch in der Infobox mal unten verlinken. Ich liebe es, im Bus damit zu spielen, also unterwegs. Also, meine Lieblingslederhose in beige-weiß habe ich von Sarah Sale. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Mein Pulli ist aus Shein. Meine super schöne Jacke. Die ist super schön, wirklich. Ist aus H&M aktuell. Und meinen Kapuzenschal habe ich auch aktuell aus Sarah. Und die Tasche ist aus H&M. Ich werde euch alles in der Infobox verlinken, wie gesagt. Weiter geht's hier mit den kürzeren Jacken. Schaut mal, voll schön vom Stoff. Kostet 28 Euro. Und dann hier so ein Hemd, ja, eigentlich ein Winterhemd, keine Hemdjacke, für 18 Euro. Aber der hier gefällt mir sehr. Ich zeige euch mal den Rest, der hier ist. Auch in Schwarz, wie ihr sehen könnt. Also, hätte ich den hier in
diesem Pinkton nicht würde ich den hier mitnehmen. Der ist genauso lang, kostet 42 Euro, eindeutig günstiger als der hier. Den haben die aber auch zum Glück in anderen Farben, deswegen kann ich überlegen, ob ich den vielleicht in einer anderen Farbe mitnehme. Der hier gefällt mir auch, muss ich sagen. Kostet auch 42 Euro, auch super schön lang. Perfekte Länge jeweils. Wir haben die auch in dieser Farbe. Und ja, und das, was ich euch eben am Anfang gezeigt habe, die kurze Jacke haben die auch in einem Blauton. Dann zeige ich euch mal noch das hier zum Beispiel. Wow, die Beine sind super schön, die Länge aber spricht mich nicht an. Falls ihr etwas kürzere Jacken anzieht, zeige ich euch auch noch das alles. Eine schöne, lange, rote Jacke, die ist auf 20 Euro reduziert. Den hatte ich, glaube ich, auch einmal an, bei einem Live von mir, wieder hier in Essen. Ich kaufe das zwar nicht, aber ich dachte mir, ich zeige euch den mal getragen. Super schön Maxi, Leute. Ich liebe es. Schade, Mann. Zwei unterschiedliche Pinktöne vielleicht doch mitnehmen. Also ich merke, der passt mir aber von der Größe nicht. Ich habe hier 38, ich bräuchte 36. Ich würde den auch mal jetzt einfach in beige anprobieren. Also leider haben die auch den hier nicht in der Größe 36. Ich liebe die Länge und die Farbe ist auch sehr schön, aber hier am Schulterbereich erkennt man definitiv, dass es nicht meine Größe ist. Schade, Marmelade. Okay, ich habe die ultimative Lösung, Leute. Nicht 36, sondern 34. Schau mal, das ist die Größe 34 und fast doch top, oder? Auch hier super. Ich glaube, der kommt mit. Was sagt ihr? Auch hier an den Schulterbereichen viel besser. Jetzt ist die Frage, diese Farbe oder doch pink? Maxi Strickjacke, auch in Grau erhältlich. Ich habe mir aber jetzt beige mitgenommen. Grau ist aber genauso schön, so hellgrau. Also lange Pullikleider für 24 Euro in diesen beiden Farben. Pullis integrierter mit integrierten Blusen darunter. Also die sind wirklich so verbunden, schaut mal, so dass man nichts darunter anziehen muss. In Grau, in Braun, in Grau so einer mit einem V-Ausschnitt. Der in Braun gefällt mir sehr. Den haben die aber auch einmal hier mit kurzen, also mit einem Pullunder. Auch wieder nicht separat, sondern zusammengenäht. Den haben die auch in Schwarz, habe ich letztens gesehen. In Langarm, wie gesagt, Braun und Grau. Schaut mal. Mal was ganz anderes. Vom Stoff her gefällt der mir sehr, aber die Farbe. Ich weiß gar nicht, ob man die Farbe gut kombinieren kann. Aber sonst Länge, Schnitt, Stoff, genau was für mich. Für 24 Euro. Ich muss nur bei der Farbe überlegen, ob der mitkommt. Jetzt zeige ich euch mal die Cardigan, also Strickjacken, die hier haben. Die haben die nämlich in schönen Streifenmuster. Einmal in der Farbe für 18 Euro und der Farbe. Die Farbe mit Taub und Blau, Lagewert, spricht mich mehr an. Ist auch schön lang, Leute. Wow. Die kostet nur 18 Euro. Ich guck mal, ob das hier in M, haben die den auch? Also in M, in der Größe M sieht es genauso schön weit geschnitten aus. Gefällt mir wirklich sehr. Und dann geht es hier einmal mit Strickjacken weiter. Kürzere, die wir jedes Jahr bei Primark finden. Dann hier sowas. Auch für 18 Euro, auch schön lang. Und dann die kürzere Version, die wir auch immer so kennen. Aber auch Maxi-Strickjacken sind hier vorhanden. Also ohne Knöpfe, ohne Bindegurt. Einfach schön extrem Maxi für 18 Euro. Ein Strickrock, aber also ein eng geschnittener mit der Öffnung hier hinten. Auch in dieser Farbe vorhanden.
Kostet 16 Euro. Dann habe ich auch so eine Strickhose gefunden, die direkt in der Mitte so einen Schlitz hat. Also Strickschlaghose mit dieser Öffnung vorne mittig. Kostet 14 Euro. Super für uns Hijabi. Schaut mal, ein Jogginganzug, welches auch schon lang ist. Hier so auch ein bisschen tailliert. Cool, oder? Also die Hose. Obwohl, hier. Der Zipper kostet 16 Euro. Und die Hose kostet 12 Euro. Ich finde diese Hosen super schön, auch wegen dem Bund am Ende. Und hier wegen den Taschen, diese Farben. Aber dazu passend kein Hoodie gefunden, leider. Sonst würde ich beide mitnehmen. Klar sind ganz viele weihnachtliche oder winterliche Dekos, nenne ich mal so, reduziert. Weil es eher für die restlichen Tage, Wintertage sowas braucht. Oder für das nächste Jahr, könnt ihr ja mal reinschauen. Ich zeige mal im Schnelldurchlauf, was die alles hier haben. Und auf wie viel Euro das reduziert ist, könnt ihr auch jeweils sehen. Das ist eine Kerze. Ach ja, sehr gut, könnte man mal. Samt Zweiteiler Anzug, welches reduziert ist. Bei den festlichen Tagen gepasst, aber jetzt wüsste ich nicht wann. Ein super schöner Winterblazer für 35 Euro. Also die Farben sind super schön. Ein Anzug Zweiteiler in Lila, der sieht gerade hier im Video bläulich aus. Aber es ist so ein lila Ton, ein dunkler lila Ton mit schwarzen zweireihigen Knöpfen. Kostet 32 Euro. Ups, der war aber auch wirklich so reingesteckt, oder? Das war ich nicht. Und eine Hose, eine weit geschnittene Hose, könnt ihr erkennen, für 18 Euro. Also hier auch wieder so ein karierter Blazer. Auch für 35 Euro in diesen tollen Farbkombinationen. Und das gleiche Prinzip in einem anderen Modell mit unterschiedlichen Knöpfen und allem, nur in kurz, für 25 Euro. Also diese Lederhose gefällt mir, so eine Cargo-Lederhose in schwarz. Und wow, die ist von innen super gut gefüttert, wie meine Lederhose. Die habe ich auch in jeder Farbe. Die ist auch super gut gefüttert und ist passend für kalte Tage einfach. Nur für 20 Euro, wow. Das ist weniger schön, wegen dem Strich hier in der Mitte. Aber kann ich euch ja trotzdem zeigen. Vielleicht gefällt das ja dem einen oder anderen. Haben die auch in grün. Und die Preise sind irgendwie immer abgemacht worden, Leute. Sorry. Aber der hier für 20 Euro finde ich top. Auch wieder eine sehr schöne Farbkombination hier. Und die wurde auch super schön, finde ich, kombiniert. Auch hier so ein Blusenkleid. Schauen wir uns mal erst den hier an. Für 18 Euro, super lang. Aber die Hose hat mir am meisten gefallen, muss ich sagen. Für wie viel Euro? Moment, vielleicht steht das hier.
kann doch keine 40 Euro kosten. Das ist die Größe 40. Oh, hier steht leider wieder mal keine Preise drauf. Schade. Aber die sind echt schön. Und kombiniert mit dem Schal finde ich es noch schöner, weil das einfach super gut harmoniert. Grün und Orange. Und der Schal hier kostet 9 Euro. Für 18 Euro habe ich hier so eine Jacke gefunden. Was meint ihr? So minimal länger wäre noch schöner gewesen, aber ich glaube, der kommt mit. Ist auch eine schöne Länge. Eine gerippte Hose in schwarz und beige. Und dieses Mal ist der Schlitz, also die Öffnung, nicht mittig, sondern an der Seite. Könnt ihr das erkennen? So, jetzt kann man das gut erkennen. Kostet 16 Euro. Also wieder eine super ähnliche Lederhose wie meine, die ich heute anhabe. Ich muss sogar sagen, ich habe von Sarah diese Farbe auch in dem gleichen Modell, was ich anhabe. Wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe in drei Farben meine Lieblingshose, Lieblingslederhose, in einmal der hier und schwarz. Aber der hier ähnelt dem wirklich extrem, muss ich sagen, vom Schnitt. Einfach nur gerade und etwas kürzer. Und kostet hier sogar nur 10 Euro, ist reduziert, Leute. Und hier, was ist das da? Auch wieder eine schöne Lederhose, nur dass die enger geht. Für mich ist es wichtig, dass sie nicht figurbetont ist. Für 10 Euro nur. Die grüne Hose, die ich euch eben gezeigt habe, war wohl auch reduziert auf 10 Euro. Farben sind im Sale. Die sind lang, aber in einem richtig krass grellen Ton für 20 Euro von 30 reduziert. Also hier ist wirklich alles jetzt reduziert. Jetzt sind wir bei der Schuhabteilung und ich zeige euch alles mal im Schnelldurchlauf. Ich habe vergessen, euch zu verraten, woher meine Schuhe sind. Ihr könnt sehen, die sind auch aus Primark und kosten nur 23 Euro. Die sind super bequem und ich liebe die Farbkombination. Die habe ich wirklich sehr oft an. Und dann haben die auch in verschiedenen Farben. Auch 25 Euro. Den finde ich irgendwie schön. Ich zeige euch mal jetzt die Schleifenschuhe oder Schickschuhe, nenne ich mal so, für besondere Anlässe. Also unterschiedlich, der hier zum Beispiel 21 Euro. Dann haben wir auch in Schwarz. Bei mir steht jetzt aktuell nichts an, deswegen kommt erstmal auch nichts mit. Also für den Transparentschuhen haben die auch unterschiedliche Modelle. Hier einmal den hier, 19 Euro und der kostet auch 19 Euro. Also Schmuck- und Accessoire-Abteilung.
alle auch im Sale. Teddyfell lila, so ein kuscheliger Stoff. Oder der hier auch super schön weich. 4 Euro jeweils. Alle Farben 4 Euro. Auch der in Leder. Nein, der in Leder kostet sogar 3 Euro. Der hier auch nur 3 Euro. Auch noch diese Farben. Und so ein Modell. Der wäre was für die Safari-Fahrt. Und der würde auch nicht wegfliegen, während man im Jeep schnell fährt. Aber naja, 3 Euro, 4 Euro, wirklich so zwischen 3 und 4 variiert es immer. Genau, auch Handschuhe sind im Sale. Also die hier sind leider nicht im Sale. Schaut mal, ich zeige euch mal die Farben plus die Preise. Ups. 9 Euro. 8 Euro wurde überklebt. Und noch der hier auch für 9. Dann in Strick, die sind im Sale. 5 Euro. 3 Euro. Schaut mal, wie gut der farblich gerade zu mir passt. Ich finde besser sogar als der hier. Hat ein bisschen mehr Farbe und ja, so bin ich heute ja eh nur zu zweitönig gekleidet. Ich hätte den lieber kombiniert, wirklich. Deswegen mitnehmen, oder? Auch die Cappies sind alle im Sale für 2, 3 Euro. Schau mal, der hier, ups. Der hier ähnelt doch der Tasche, die ich euch am Anfang gezeigt habe, oder? Die beiden finde ich sehr schön. Wie nennt man die eigentlich? Ich nenne die mir jetzt französische Wollmütze. Kostet je 6 Euro. Boah, das fühlt sich sehr unangenehm an, muss ich sagen. Der hier etwas besser. Was ist das hier? Für 3 Euro. Sieben Euro, 6 Euro. Keith Haring Mützen, 6 Euro. 6 Euro, was war das denn? Passend zu den Schuhen, die ich euch eben gezeigt habe. Schleifenschuhe habe ich hier genannt. Haben die auch Taschen. Mini-Taschen für 11 Euro. Boah, ihr wisst doch, wie sehr ich gerade einen Tick habe und alles in Teddyfell mitnehme. Das ist auch richtig schön. So, der hier gefällt mir wirklich sehr. Für nur 9 Euro. Und diesen Klatsch könnte man auch als Schminktasche benutzen. Super kuschelig und kostet 11 Euro. Haben die auch in diesem Ton. Also die Tasche, die ich euch oben gezeigt habe, haben die auch in diesem Türkiston. Dann haben die auch so ein Fellimitat-Tasche. Die ist groß. Für 14 Euro. Dann hier so ein Stricktäschchen. Für 11 Euro. So etwas größere Shopperbags. Uff. 14 Euro, den haben die gefühlt in jeder Farbe. Schaut mal, diese Farben. Dann geht es hier in anderen Modellen aber fast gleich, obwohl die sind ein bisschen robuster. Ich fand die hier aber dann irgendwie bequemer. Wisst ihr? Weil die so federleicht auch ist. Für 14 Euro finde ich diese Farbe zum Beispiel richtig schön. Ach, jetzt hier, genau. Und noch diese Farbe. Richtig gut. Also falls ihr eine neue Tasche sucht, finde ich die wirklich sehr, sehr gut. Ich zeige euch sie mal auch so getragen. Auf der Schulter. Sieht doch schön aus, oder? Passt einfach zu krass heute. Aber ich kann ja schlecht alles kaufen, was heute farblich passt. Das ist wie ein Witz, Leute. Also 1 zu 1
Sarah-Jacke, die ich besitze, wirklich ähnelt dir extrem und kostet nur 30 Euro. Obwohl, den von Sarah habe ich auch im Sale für 36, glaube ich, aber wow. Und der hier ähnelt auch einer Jacke, die ich von H&M habe, wirklich auch eins zu eins. Ich liebe König der Löwen, deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Ihr wisst, Disney ist hier eigentlich durchgehend vertreten und jetzt haben die auch was von König der Löwen. Also hier so ein Pyjama-Set oder so ein Dreier-Set, da so ein Pyjama-Set, dann hier so eine Tasche, T-Shirt, Pyjama und wieder so ein Cropped-Oberteil mit der Hose zusammen. Ach, die Tasche haben wir auch in etwas größer. Eigentlich wollte ich gar nicht hier rein in die Pyjama-Abteilung, aber da ich jetzt hier bin, zeige ich euch mal im Schnelldurchlauf, was ich alles so hier so Süßes gefunden habe. Der ist auch super süß, Garfield. Also die kosten immer jeweils 21 Euro. Auch Tom und Jerry hat es. Schauen wir uns das mal von innen an. Auch super kuschelig. Die, die nicht von Disney sind, dann sind die dann auch jeweils günstiger. Also solche Pyjama-Luxus-Sets haben die auch. Mit dem hier und allem. Genau, drei Teile. Für, stand das drauf? Genau, für 26 Euro. Auch als Geschenk schön, schon verpackt, wisst ihr. Richtig schöne Farbe. Zwei Teile nur für 1 Euro. Dann schaut euch den hier mal an, auch richtig schön. Ein Mäppchen. Mit, obwohl hier kann man es besser sehen, da fehlt ein Teil. Für 5 Euro ein Mäppchen, den man so aufrollen kann. Und Mandala mit Blumen. Libellen. Super schönes Geschenk, also super schön. Und dann hat man hier auch noch was zum Aufmalen, malen nach Zahlen. Ein Tischkalender, super basic, schaut mal, aber schöne Farbe finde ich. Sehr schlicht gehalten, für 2,50 Euro. Kann man so schön aufklappen. Richtig schön. Also diese Reihe gefällt mir sehr. Aber wie viel soll der denn kosten? Okay, bei keinem der drei steht ein Preis, aber darunter verbirgt sich sowas Cooles. Auch wieder so ein Tischkalender sozusagen. Aus diesem schönen hellen Leder mit dem Stift. To-Do-Liste sozusagen. Auch super schön. Glück steht hier ein Preis, kostet insgesamt 5 Euro. Schaut mal, diese drei Teile passen super schön miteinander. Einmal dieser Vierer, Fünfer, nein, Vierer-Set, doch mit dem hier Fünfer-Set. Und dann einmal den hier, was ich euch eben gezeigt habe. Und dieser Tischkalender. Schaut mal, die alle auf dem Tisch, das würde super schön aussehen. Und den hier war auch sehr schön mit dem Holzständer. Auch ein Tischkalender. Jetzt 4,50 Euro. Sieht auch super hübsch aus. Also falls ihr was für Büro sucht oder für euer Schreibtisch, cool. Das, was ich euch eben gezeigt habe, haben die auch in jeder Farbe, also in jeder Größe. Unten hatten die den jetzt nur in den Größen, die ich euch eben gezeigt habe. Aber das und das, was ich euch eben ungezeigt habe, haben die in jeder Größe hier vorrätig. Jetzt machen wir weiter mit der letzten Abteilung, Primark Home. Mal schauen, was wir alles Neues entdecken. Auch hier findet ihr einiges im Sale. Schaut euch mal diese kleine Mini-Mushroom-Lampe an. Super süß für 2 Euro. Oh mein Gott, einfach nur zu süß, oder? Schaut mal.
Also der gefällt mir nicht, aber der Untertopf ist richtig schön. 9 Euro. Und der Zweiteiler hier, 5 Euro. Schaut mal, wie hübsch. Die gefallen mir, glaube ich, am meisten. Je 2 Stück für 4 Euro. Oder für die Kiddies. Wolken. Will nicht raus, ach doch. Schaut mal, wie süß. Sanki Kuzu sever gibi. Schaut euch mal diese Auswahl an. An Kuscheldecken. Ich irgendwie komplett alles, was ihr braucht, könnt ihr hier finden. Ich kann euch schlecht alle Preise jetzt nennen, Leute. Da sind sogar einige einfach abgedeckt. Schön, auch abgedeckt. Okay. Ich würde ja gerne Preise nennen. Hier, der hier kostet, der ist riesig, aber schaut mal, der kostet 35 Euro. Das ist der hier. Also die Innenseite sieht so aus. Einige Puzzle sind im Sale für 2 Euro, ein 500er. Puzzle, finde ich schön. Schaut mal, so sieht's aus. Und dann gibt es hier sowas für die Mädels. Kenne ich gar nicht. Drag Queen. Braucht man, glaube ich, nicht, oder? Vielleicht ist das gar nicht was für die Kinder. Und dann habe ich hier sowas gefunden. Für 150 Pieces. Buchstabenpuzzle. Also ich habe jetzt... Ui. Leute, mir fällt gerade alles runter. Also ich habe E gefunden und auch E mitgenommen für meine Nachhilfeschülerin. Sie heißt Elif und ja, einfach so spontan als Geschenk. Also für die Jungs. Klar, nicht nur für die Jungs, aber als Geschenk finde ich das für die Jungs toll. Schaut euch mal diesen richtig stylischen Face-Squasher-Ding an. Kein Stein. Wow, der ist richtig schön. Aber 7 Euro. Was haben die für komische Dinger hier, ja? Kennt ihr sowas? Uplifting Face Roller? Hier sowas? Kenne ich gar nicht. Primark hat so neue Concealer in diesen 3 Farben. Ich bin am überlegen, ob man hiermit oder hiermit nicht auch konturieren könnte. Das sind die Farben. Die kostet je 3,50 Euro. Neu ist auch, dass Primark hier in Essen so eine Badebombe, nenne ich mal jetzt so, Bereich hat. Ganz viel an Auswahl. Schaut mal, der ist süß. Wow, der sieht hübsch aus. 2 Euro. Und hier geht's weiter. Die sind alle irgendwie reduziert.
Und Leute, alle Adele-Wimpern sind auf 5 Euro reduziert. Wirklich alle Längen. Leute, ich bin fix und fertig, aber ich hatte Glück, dass heute der Primark hier in Essen gar nicht so voll ist, wie ich gedacht habe. Und ja, mir ist warm. Ich habe die ganze Zeit, also so schlau wie ich war, war ich die ganze Zeit mit meinem Schal unterwegs, weil ich es nicht tragen wollte, habe ich mich hier wirklich, ich habe mich nicht einfach zu dick angezogen. Mir ist mega warm. Wie gesagt, meine Lederhose ist ja auch beschichtet, deswegen einfach falsch für einen Shopping Day angezogen. Jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen runterkommen und dann die Sachen, die hier hängen, mal anprobieren und aufnehmen. Und das werdet ihr alles beim zweiten Teil sehen. Ich verabschiede mich hier bei euch, wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Hijab-Applaus.